Tage pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag. Läuft das schon? Ja, sicher. Ach, die Scheiße. Naja, es ist ja kein Alkohol, es ist ja Cola Flower mit X und X. Das könnten ja auch Minderjährige zugucken. Videotagebuch Nummer, hilf mir mal, 8? 8. Kann das sein? Ach. Das ist dieses X plus. Also Nummer 8. 8 an alle. Southside Festival heute vorbeigegangen, zu Ende gegangen. Und ja, ein schöner letzter Tag. Gerade wieder gekommen. Die Rückreise statt einer halben Stunde wie sonst, diesmal 2 Stunden. Zwei Stunden stehen. 2 Stunden auf dem Parkplatz. Ja, wir sind wieder zu Hause und fangen wir doch vorne an beim Tag. Schön zum Festival hingefahren und dann Rockerfrühstück, Brötchen und Bier. Vorher natürlich geholt, weil wir wollten ja früh da sein. Wir mussten heute früh da sein. Eine Parallele zu Rock im Park, der geneigte Fan wird es erkennen. Das Highlight eigentlich schon direkt am Anfang des Tages. Statt Steel Panther, diesmal Jennifer Rostock. Jawohl. Vorher haben wir noch die Band Hofmaestro hießen die, ne? Ja, irgendwie so. Sowieso. Also so ein bisschen ja, wie diese Gogol Bordello Band vom letzten Hurricane Festival, die mir bis dahin auch nichts gesagt hat. War so ein bisschen folkloristisch angehaucht, aber mit Bumbo im Beat viel rumspringen. War okay für 2 Lieder. Dann bei Jenny standen wir relativ weit vorne vor der Bühne. 2. Reihe. Ja, doch, 2. Reihe. Ja. So ein paar Jungs waren da auch noch. Ich, der Quoten-Opa, muss ich mich dran gewöhnen. Dann kam der Eismann noch. Der legendäre Eismann, den haben wir gar nicht beim Hurricane, sondern letztes Jahr beim Area 4 kennengelernt. Jetzt wissen wir, dass er aus Bochum kommt. Dass er diesmal, also heute nur Wasser getrunken hat, weil er gestern noch ein bisschen zu viel Gas gegeben hat mit dem Bier. Haben wir ihn gestern Abend auch ein bisschen angemerkt. Naja, und zu dem blonden Mädel, was knapp hinter uns stand, hat er dann gefragt, ob das unsere Tochter wäre. Ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir hätten darauf antworten sollen, wir arbeiten noch dran. Aber ja, stimmt. Stattdessen habe ich gesagt, altersmäßig könnte das hinhauen. Hat mich jetzt irgendwie bei ihr nicht weitergebracht. Ich glaube, ich muss meine Strategie ändern. Kommen wir zu Jennifer Rostock, die dann gut gelaunt auf die Bühne kam und die übliche, richtig gute Show abgezogen hat. Teilweise, nicht nur teilweise, auch größtenteils unter der Gürtellinie mit den Ansagen. Wie immer. Wie immer, genau. Sicherlich auch ein bisschen angeschlagen von den letzten Wochenenden. Ne? Kokettiert ja immer so ein bisschen mit dem Alkoholkonsum. So 3, 4 Schnäpse auf der Bühne haben sie auch getrunken. Ich habe ja behauptet, das wäre Apfelsaft. Wie wir gerade erfahren haben, wurde die Autogrammstunde heute Nachmittag aber abgesagt. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob meine Theorie stimmt. Show war richtig gut und ähnlich wie bei Steel Panther, Boobies, aber diesmal deutlich mehr als bei Steel Panther. Merke, wenn eine Frau andere Frauen auffordert, sich auszuziehen, scheint das zu funktionieren. Das heißt, Karl, für unser Bandprojekt, wir brauchen eine Sängerin. Definitiv. Damit sich die Fans ausziehen. Also, gute Show. Die Hits wurden gespielt. Und für mich eine runde Sache. Was sagst du dazu? War super. Sag noch ein bisschen mehr. Ich wollte gerade einen Schluck nehmen. Nein, jetzt soll ich auch noch überbrücken. Also, war der Hammer. Vielleicht soll ich meine Kamera drehen. Also, er Nein, trinkt Alkohol. Nee, hat Ex doch nicht. Na ja, gut. Alle tollen Lieder mit dabei. Programm war auch da. War sexy, geil und scharf, wie immer. Ne? Stimmt, das hatte ich vergessen. Ja. Also, Grüße an Kalle. Ja, genau. Wir haben ein paar Flitzerfotos gemacht von ihr. Das war toll. Und ja, fast lag sie auf uns, aber. Naja, wir hätten sie fast anfassen können, aber sie war doch zu schnell. Ja, und wir zu weit hinten. Ja. Wir sind dann nach der Show zur nächsten Bühne rübergegangen. Zur Green Stage. Genau. Da haben dann Less Than Jake gerade gespielt. Haben wir uns aber entspannt von hinten sitzend angeguckt. Auch eine lustige Kapelle, muss man sagen. So ein bisschen geht so in diesen Fun-Punk mit rein. Ein bisschen ska-mäßig angehaucht. Konnte man sich also wirklich gut anhören. Dann Eagles of Death Metal. Wer sie kennt, weiß, das ist so richtig. Ja, Rock'n'Roll, alter Schule, aber ein bisschen härter angehaucht. Geile Show, also hat mir gut gefallen. Dabei sind wir dann auch vorne reingegangen, weil natürlich das nächste Highlight auf dem Programm stand.
Madsen. 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 Schon des Öfteren gesehen. Aber. Immer wieder geil. Immer wieder geil. Wie die letzten Male auch. Auch dritte, vierte Reihe sowas. Ja, waren relativ. Wurde jetzt nicht so hart rumgepokt oder gemoscht wie also beim letzten Mal. Ja, wir haben es aber auch gleich gar nicht provoziert. Also, wir haben gute Fotos gemacht, auf jeden Fall. Ne? Also, auch wir die provozieren. Die ja. Naja, ich sag nur tote Hosen, aber egal. Genau, jetzt bring mich nicht zum Lachen, sonst wackelt die Kamera so. Muss ich wieder bei YouTube schneiden. Genau. Bring genau. Ein neues Album raus, du wolltest es gerade erwähnen. Genau, ein neues Album. Wir wissen noch nicht, wie es heißt und wann es kommt. Aber es ist auf jeden Fall ein Apfel drauf. Das stimmt, genau, etwas futuristisch angehaucht. Ich glaube zwei neue Lieder haben sie gespielt. Ja, genau. Da jeder irgendwas mit dieser, lass die Musik an. Gut, konnte man sofort mitsingen. Immer wichtig. Und ansonsten alle Hits, alle mitsingen, Gröl-Hits gespielt. Nachbarn, Perfektion. Und, ja, genau. Und wir Gut, waren Logik, kurzzeitig, beschreibt auf dem, Geschichte. Kurzzeitig auf dem falschen Festival. Sagt der Gitarrist, der Matze mit Nachnamen heißt, der Vorname ist mir gerade entfallen. Einmal. Brüll uns doch glatt an. South Park! Ja. Wobei, dieses Festival wird es nicht geben. Das wird es wahrscheinlich nicht Aus geben. Aus rein rechtlichen Gründen. Ich weiß gar nicht warum. Möglicherweise. Aber ich denke, wenn es das gäbe, dann wäre es da echt heiß. Ja. Heißt der nicht Johannes? Wie heißt denn der Sänger? Sebastian. Sebastian heißt der Sänger, der Schlagzeuger ist Sascha und. Aber generell sind wir voll die Fans. Ja. Ich bin eine Sexmaschine. Genau. Also, ja. Der Nico. Nachbarn wieder letztes Lied. Genau. Immer geil, so mit Grün, ja, ganz gut. Klar. Danach dann diesmal der obligatorische Festivalburger, haben wir die letzten Tage ja gar nicht gegessen. Also wir haben anderes gegessen, nicht gar nichts, man sieht es immer noch an. Ja. Haben uns dann Wolfmother angeguckt, aber auch entspannt sitzend. So ein bisschen wie Led Zeppelin der neueren Generation, generell von dem, was sie spielen. Woman! Das ist ja vielleicht bekannt. Und dieses andere Lied war auch bekannt, aber der Name ist mir entfallen. Ja, jetzt ist mir auch gerade entfallen. Ach, aber gut zum Anhören. Also jetzt nicht unsere Hauptband. Und die folgten dann Rise Against. Ich habe sie ja dieses Jahr in Stuttgart schon live gesehen. Da haben sie mir von der Setlist ein bisschen besser gefallen. Aber gut, hier mussten sie es natürlich ein bisschen straffen für die eine Stunde. Aber gut, Savior als letztes Lied war natürlich ganz geil. Und die Akustik-Session wurde auf ein Lied, Swing Life Away, dann halt verkürzt. Gut, Audience of One hat mir heute gefehlt, aber ansonsten runde Sache. Hauptact des heutigen Abends, Blink-182. No. Die Gewinner unseres Quizzes werden es erraten haben. Und Blink, ich war ja gespannt. Ich habe sie 2005 das erste und auch letzte Mal gesehen. Da fand ich sie nicht so prall in Münster. Ich sag schon mal jetzt, sie sind deutlich besser geworden. Also sie halten jetzt das Tempo, singen können sie auch ein bisschen besser. Rundum jetzt eine Liveband, die man durchaus absolut empfehlen kann. Was mich sehr gefreut hat, sie haben halt viele, viele alte Songs, alte Hits gespielt. Feeling This war sofort der Opener. Und ansonsten What's My Age Again kam relativ früh. Dumpweed war, glaube ich, direkt zweites Lied. Also sofort so ein Flash zurück. In die 90er, Ende der 90er, genau. Anfang der 2000er quasi. Als wir geboren wurden. richtig geil. Es wurde gar nicht so viel Fäkalzeugs gelabert. Bisschen leicht. Also okay, sie haben Fuck a Dog haben sie halt gespielt. Und das berühmte Lied, was mit Shit anfängt und I Fuck Your Mom aufhört. Den ganzen Titel könnt ihr mal googeln. Das, wie gesagt, das schauen Minderjährige zu, hoffen wir. Das möchte ich dann jetzt nicht ganz sagen. Und Mark hat Tom einmal an die Eier gefasst. Ja, und dann hat Tom gesagt, okay, wir spielen jetzt ein Lied über meinen Schwanz. Und ich dachte ja, dass ein anderes Lied käme als das, was dann gespielt wurde. Es kam I Miss You. Fand ich aber ganz nett, den Gag. Bevor ich es vergesse, Travis Barker. Wirklich für mich vielleicht der beste Schlagzeuger der Welt, auf jeden Fall einer der besten. Hat wieder ein wahnsinniges Drum-Solo hingelegt.
Ich bin ja kein Freund von Schlagzeug-Soli, aber in meinem Leben habe ich zwei gesehen, die richtig geil waren. 2005 und 2012, beide von Travis Barker gespielt. Sagt einiges. Also, Karl, wie fandst du's? War super. Nein, war echt, das war das erste Mal Blink 182 und ja, es ist wieder was, was man auf der Liste streichen kann. Ja, aber es ist noch viel drauf, aber es ist noch viel drauf und Blink kann auch eigentlich, kann man sich jetzt auch wirklich nochmal angucken. Genau, also ich werde es mir auf jeden Fall nochmal anschauen, wenn die Möglichkeit bestände. Aber ich meine, in meinem Leben habe ich das zumindest schon mal erreicht und das ist schon mal sehr geil. Das ist also ein Lebenserfüllungstraum ist wahr geworden. Ne? Genau. Darauf trinke ich ein. Hex und Hop. Rückweg haben wir ja, wie gesagt, geschafft. Knapp eine Stunde Parkplatz. Ja. Eine Stunde Fahrt. Vielleicht unser Gesamtfazit des Festivals. Ich sehe alles. Läuft es noch? Ja. Läuft es schon? Läuft es schon? Ja. Ach, läuft es. Nein, klar, die Ärzte. Ganz knapp, klipp und klar. Ich meine, gut. Ja, war bei mir auch. Ich werde jetzt durch die Comeback-Tour wahrscheinlich das 7. Konzert dieses Jahr von ihnen sehen. Aber Ärzte sind immer ein Highlight. Blink 182 sicherlich auch sehr geil gewesen. Kraftklub war sehr kraftvoll und anstrengend. Vielleicht das intensivste Konzert. Das intensivste Konzert für uns nach die Antwort, was am heißesten war. Das war das heißeste, aber Kraftklub vielleicht am intensivsten. Ja. Also das hat schon wieder Reserven ausgelockt. Die wusste ich gar nicht, dass ich die habe. Ja, also Moschen war heute eigentlich nicht so viel, aber ja. Jennifer und Madsen ist natürlich auch der Hammer. Wolfmover hat uns auch überrascht. Und ja, CXX nicht. Oder XX sagt er. Ja, XX. Und ja, viele schöne, lustige Leute auch kennengelernt. War sehr angenehm. Die Wege waren sehr weit, muss man ganz sagen. Ich bin, wie oft sind wir dieses Flugfeld eigentlich? Mindestens sechsmal sind wir das komplette Flugfeld entlang gelaufen. Wo gefühlt es auch eigentlich nur 500 Meter entfernt stand. Ich glaube, der erste Schritt zur Pilotenlizenz, den haben wir gemacht, ja. Genau. Und ja, also ich meine, war grandios, war toll. War alles sehr entspannt, Securities waren entspannt. Stimmt. Wir haben nichts davon wirklich mitbekommen, wir sind sogar ein bisschen mit abgegangen. Das Komische, also das habe ich noch nie erlebt, dass die Leute sogar auf Securities hören und nicht noch provozieren und sie sogar noch umarmen und wie auch immer. Und das ist, wie es eigentlich sein sollte und jeder seine eigentliche Ordnung hat. Ich glaube, Dreck und wie auch immer gibt es überall ein paar stumpfsinnige Leute, aber dass sowas auch geben soll, unglaublich. Unbelievable. War richtig gut. War richtig gut. Mach jetzt der Kleine. Ja, ich schließe mich meinem Vorredner an. Ärzte, klar, ganz klar, das Highlight überhaupt. Blink, wie gesagt, für mich wirklich die Überraschung, dass sie so geil waren. Rise habe ich mich ohnehin drauf gefreut, Rise Against, waren auch super. Kraftklub ganz weit vorne mit dabei. Vielleicht Kraftklub durch die Intensität direkt hinter den Ärzten schon. Und ja, Jenny und Madsen. Ja, auch typische Festival-Bands jetzt. Wobei man ja nicht vergessen darf, The Cure war natürlich auch toll. The Cure waren auch super, klar. Also es war wirklich so ein Festival, wo man jetzt wirklich sagen kann, die XX haben uns jetzt nicht so begeistert, aber wir haben keine Band gesehen, wo man echt sagt, so, boah, leck mich an eine Mäse, also das kann ich mir echt nicht antun. Es war wirklich alles, okay, bei der XX habe ich glaube ich gesagt, aber... Wobei bei The Mars Voltage sind wir sogar weggegangen, Mars aber... Da muss man sich ein bisschen reinhören. Aber ich glaube, es war gerade eher Abendessenszeit, von daher. Genau. Man braucht ja immer so Zwischenpausen. Von daher passt das schon. Also, genau. Ja, war schön. Nächste Woche kommt direkt das nächste Festival, wenn auch nur einen Tag. Könnt ihr euch also schon ganz bald aufs nächste Videoblog freuen. Und da Karl ja jetzt noch ein bisschen zu Gast bei mir in Rottweil ist, könnt ihr euch auf einige Specials freuen, die in nächster Zeit bei uns auf der Seite veröffentlicht werden. Von daher erzählt euren Freunden von uns, damit wir irgendwann die, sagen wir mal, 50-Fan-Marke knacken. Das ist jetzt so unser erster Punkt, den wir
Ja, brauchst du gar nicht die Augenbrauen hoch. Ich dachte eigentlich bei 1000. Nein, nein, also wir machen kleine Schritte. 50 okay. Fans ist das, was okay. wir jetzt erreichen wollen. Und wenn wir das erreicht haben, geht es auf die 100 und danach schauen wir mal. Wir haben große Pläne und ihr seid die Fans der ersten Stunde. Wir lieben euch alle. In diesem Sinne, das ist Kamerentin Karl. Das ist neu. Ich bin Willi, will's wissen. Auf Wiedersehen.